Wilmomo Logistics GmbH. In unserem Unternehmen soll ein System von fahrerlosen Transportfahrzeugen, kurz FTF, den innerbetrieblichen Transport der Pakete durchführen. Damit unsere Projektteams einige Grundkenntnisse über die Programmierung erhalten, werden sogenannte Fridoline eingesetzt. Es gibt fünf Methoden der Fahrzeugortung. Neben GPS gibt es auch optische bzw. induktive Verfahren, auf die der Fridolin mittels seiner Sensorik zurückgreift. Der Fridolin verfügt über die Hardware Arduino. Sie bietet den Vorteil, dass viele Anwendungsprogramme zu realisieren sind. Zusätzlich gibt es zahlreiche Internetquellen, die einem beim Programmieren helfen, wodurch unsere Projektteams das Grundverständnis erlernen können. Wilmomo Logistics GmbH.